Yeah, Leute, ich bin endlich mal wieder zurück. Ja, ich habe endlich diesen verdammten neuen DVD-Rekorder, den Desley-DVD-Rekorder. Der ist richtig geil. Ah, der ist so genial, ich sag's euch. Keine Grafikfehler mehr, da ich jetzt mit dem originalen Spiel über Audiokabel mit dem PC verbunden bin. Ah, einziger Nachteil, wie ihr schon erraten könntet, keine Safe States mehr. Es ist halt das originale Spiel, ich muss mir jetzt voll auf Speicherblöcke verantworten. Ich habe euch ja gesagt, ich habe euch ja versprochen, den Power Downs Orden vorzustellen und das werde ich jetzt auch machen. Erster Griff, yay, boom. Power Downs Orden, der ist so cool, passt auf. Boom. Ey, Mann, warum? Na, tut mir leid. Ich spiele halt jetzt auch mit dem originalen Gamepad, den N64-Controller, und der hat manchmal so seine Macken mit Haken und so. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Naja, auf jeden Fall, Powerdowns-Ohren, die können, glaube ich, maximal 10 Mal oder so auf den Gegner hüpfen, solange ihr immer im richtigen Moment A drückt. Und ja, ihr könnt dem bis zu 10 Punkte Schaden so machen, das ist eigentlich richtig genial. Kostet halt 3 BP, aber... 3 BP... Boing. Scheiße, warum habe ich das gemacht? Nein. Wow, ich habe abgeblockt. Habt ihr das gesehen? Nun, das schaffe ich nicht abzublocken. Also, Gott segne mich. Warum Gott segne mich? Könnt doch. Jetzt, oh Mann. Warum schafft... Komm, geh down. Dumme Birne. Was? Und... Schön exploded. Ja, wir kriegen kleine Sternenpoints. Yay! Okay. Dann müssen wir ja jetzt den Schlüssel einsetzen, den wir im letzten Part gekriegt haben, wa? Und das werden wir doch hier machen, oder? War das hier? Das war hier. Gut. Ich entschuldige mich, dass die letzten Tage keine Parts gekommen sind. Ich muss sagen, ich habe viel in Skype rumgetählt. Mit geilen Kollegen, Let's Player-Kollegen, Big Shark LP, Kuvok 93 und auch ein paar Mal Hopperstyle. Wobei ich mehr mit Kuvok 93 und Big Shark LP geredet habe. Ihr seid geile Kollegen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen kam ich irgendwie nicht dazu, Parts zu drehen. Ich hoffe, das kann man verzeihen. Ich, oh Mensch, ich habe gar keinen Bock auf euch. Ey, Mann, Mario! Warum hakt das verdammt da? Ist ja auch völlig Wumpe. Ich gebe euch eine fette Pumpe. Och Mensch, Leute. Ah! Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Ich drück doch... Also... Jetzt töte ich dich. Bam! Mario stirbt. Verdammt. Ja, ein Bodengegner trifft. Oh, Mensch. Ey. Oh, ich wechsle zu dem Mario. Der macht mehr Fun. Ich knack schon meine Finger. Jetzt geht's hier gleich nämlich richtig zur Sache. Ja, zuck du nur, zuck, zuck. Du bist tot. Ey, ich drück doch an, Mann. Was ist denn das hier? Ach ja, und wen es aufgefallen ist, ich habe meinen KP-Orden angelegt. Ja, ich habe meinen KP-Orden angelegt. Was ist denn das? Warum reagiert es nicht auf A? Ich reiß mir gleich den Controller raus. Weil er kann doch hüpfen mit A und allem möglichen Scheiß. Warum reagiert es dann nicht? Ich pfeife mir jetzt erstmal nur Pilz hier rein. Ich habe nur noch voll wenig KP hier. Yay. So, dann hier durch. Ey, Mario. Doch, Festungsschlüssel. Mann, ich bin gereizt.
Ich bin gereizt. Ich muss mal kurz was gucken. Wartet kurz. Wir brauchen. Warum brauchen wir denn den dort? Aber egal, ich guck gerade was. Alles klar. Ich habe nur geguckt, falls jetzt meine Maus seht, tut mir leid. Ich habe gerade geguckt, ob meine Stimme überhaupt richtig aufgenommen wird. Kann ja möglich sein, dass ich ein bisschen leise gedreht habe, das Mikro, und dann könnte meine Stimme vielleicht ein bisschen piepsig sein. Aber nein, ich glaube, dem ist jetzt nicht der Fall. Komm, Cooper. Falls meine Maus eben gerade wirklich im Bild war, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Durch den Rekorder kann ich echt alle möglichen Spiele, die ein AV-Kabel besitzen, let's playen. Sprich, Super Mario Galaxy oder Luigi's Mansion, PlayStation 1 Spiele wie Spyro oder was gibt's da noch? PlayStation 2 Spiele wie Kingdom Hearts. Ja, so mein Spiel habe ich ja jetzt unter den geplanten Spielen auch wieder hingetan. Ja, und die werden dann auch nach und nach von mir bald Let's Play werden. Nur nicht in der Reihenfolge, wie sie da stehen. Das ist einfach nur eine Art Auflistung. Daran orientiere ich mich. Ich finde, das sieht geordneter aus. Mensch, beeil dich mal. Aber auch irgendwie gut. Na, hier wird wieder ein Schlüssel benötigt. Okay. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Bombett. Tschüss. Ich habe mich schon gefragt, wie man da hochkommt. Yeah. Na toll. Ein Festungsschlüssel. Warum sperren die einen Schlüssel ein? Mario, hüpf, hüpf, hüpf. Und so. Es ist so toll, wenn man einen Schatz birgt. Obwohl das kein Schatz war, das war eine Tür. Aber dieses Geräusch. Kling. Das ist auch schön. Ein Schalter. Drücken. Drücke, Mario. Jetzt wird diese Brücke auflassen. Oh, die Koopas leben ja dann doch noch. Die leben echt noch. Ich dachte, die wären tot. Dann haben sie wohl doch nur gechillt. Und jetzt sind sie voll in Panik und rutschen auf der moosbedeckten Treppe aus. Oh, ouch. Au, aua. Und wir weichen ganz geschickt aus. Ha. Nein, sie ist zwar moosbedeckt, aber man rutscht da nicht aus. Das war ein Gag meinerseits. Zwinker. Okay. Da geht's jetzt, glaube ich, schon zu den Cooper Brothers. Zu den Endgegnern dieser Festung. Oder dieses Kapitels, eher gesagt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist ja scheiße. Er ist in Aufruhr, Aufruhr, Aufruhr. Springen wir auf den Typen hier. Na du Stupid. Ey Mann, ich drücke Fackeldudeldu nochmal A. Und der nimmt Fackeldudeldu nicht mal A an. Ich habe echt kein Gefühl mehr dafür. Yay, Bombette ist in die Luft gegangen. Sie hat ein bombiges Temperament. Oh. Nein, 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 drück A, drück A. Ja. Nein. Naja. Yay. Ich hol mal wieder Gumbario raus. Ich hab Bock auf Gumbario, der ist cooler. Yay, ein Orden. Das ist der Schlag-Plus-Orden. Mit dem Orden können wir, wenn wir ihn aktiviert haben, das kostet glaube ich 1 BP, macht unser Hammer im nächsten Angriff mehr Schaden. 2 Punkte mehr Schaden. Kann manchmal helfen, aber manchmal auch nicht. So, was geht denn hier jetzt ab? Was ist das? Es sind die Cooper Brothers! Yeah, sieh an, Mario! Ich hätte nicht darauf gewettet, dass du es bis hierher schaffen würdest. Hör auf, was? Süffisant? Zu grinsen? Süffisant? Du hast uns überrascht. Glaub mir, wir werden mit dir den Boden aufwischen. Wir sind cooler als Eis. Okay. Wow. Jaha, Jungs, Feuer frei. Scheiße, Kugelwillis. Auf Kugelwillis habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Okay. Ja. Boah, schon. Ist ja gar nichts hier. Ui. Obwohl, ich müsste eigentlich einen Kugelwilli mal. Ja, ich muss ihn sowieso in meine Liste aufnehmen. War ein Kugelwilli nicht irgendwie so cool und stark? Jetzt habe ich es doch endlich, mein erster Erfolg seit Jahren. Scanner Gumbario. Das ist ein Kugelwilli, ein Kamikaze-Pilot. Okay. Wenn du Kugelwillis nicht schnell genug ausschaltest,
rammen sie dich und explodieren. Oh Gott. Maximal KP 2 und Kraft 2, Verteidigung 2. Ja. Ich meine es ernst, Mario. Diese Kerle können uns. Was können uns ganz schön zusetzen? Wir müssen sie besiegen, bevor sie eine Chance haben, uns zu treffen. Ja, aber ich würde sagen, eine Chance. Oder wollte ich gerade sagen, eine Chance zu treffen, haben sie im nächsten Part. Was aber doch nicht stimmt. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Im nächsten Part frische ich mich auf. Egal, ich suche hier erstmal Chance. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dann. Ciao.